grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute wird eigentlich nichts Richtiges gekocht, sondern ich mache heute eine braune Butter. Denn oft, da sagen die Köche im Fernsehen, ja, da nehmen wir nur eine braune Butter dazu. Aber nie wird es eigentlich hergezeigt, wie sie hergestellt wird. Also als erstes nehmen wir mal 250 Gramm Butter und lassen wir es in einem kleinen Töpfchen bei mittlerer Temperatur schmelzen. Und wie ihr da seht beim Schmelzen, da setzt sich da oben dieser weiße Schaum ab. Vielleicht ist die Molke, ich weiß nicht genau. Das lassen wir so vor sich hinköcheln, bis das Ganze ein bisschen braun ist. Nicht zu stark die Hitze machen. Ich tue es jetzt noch ein bisschen runter reduzieren, damit es nicht schwarz wird, weil eine schwarze Butter wollen wir natürlich nicht. Ich nehme jetzt den weißen Schaum ein bisschen ab, weil sonst ziehe ich überhaupt nicht rein, ob die braun geworden ist. Jetzt sind 15 Minuten vergangen und die Butter fängt jetzt langsam an, braun zu werden. Man muss sich da wirklich Zeit nehmen, nicht zu schnell aufdrehen, denn sonst gibt es so schwarze Flöckchen drin und die Butter schmeckt dann bitter. Die Butter fängt jetzt an, braun zu werden und so leichte braune Flöckchen sind da drinnen zu erkennen. Sie riecht ja jetzt schon ein bisschen nussig. Ich glaube, das reicht jetzt schon. Sie hat jetzt so ungefähr 18 Minuten vor sich hingeköchelt. Jetzt gieße ich sie durch ein Sieb und da habe ich nur ein Küchentuch drauf tun, damit keines von diesen Flusel damit reingeht. Und wie ihr sehen könnt, da unten, da sind da diese braunen Flusel drunter. So, das geht jetzt langsam durch das Sieb. Und dann kann ich es aufheben in ein Glas drinnen. Das hält ja eine Zeit lang und man kann es immer hernehmen, wenn man es braucht. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Den Kocher ist ja das jetzt nicht gewesen. Also pfiat euch, bis zum nächsten Mal.